Natürlich habe ich mir insgeheim, wenn man mal schon gut gewonnen hat, und das immer gedacht, wow, wow, Wahnsinn, wenn es jetzt nochmal aufgeht. Aber wie gesagt, für mich war nur wichtig, voll zu fahren und dass ich mir nichts zum Vorwerfen habe im Ziel. Und ich habe nicht alles optimal erwischt, war ziemlich tief ein paar Mal, aber es war am Limit. Und ich bin so froh, dass ich so einen Zeitvorsprung gehabt habe im Ziel und ich habe es gar nicht glauben können. Und ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr stolz, dass ich überhaupt fahren kann heute. Und das war viel besser als ein Super-G. Also ich war mehr wie ich heute. Und also die Lizzie hat einen wahnsinnigen Superlauf gehabt und ich gratuliere sie. Und ich bin mit zweiten Platz mehr als zufrieden. Ich habe einfach alles aus mir rausgeholt und ich will da jetzt nicht jammern, also wenn man da bei so einer WM antritt und weiß, man kämpft sich da jetzt runter, dann braucht man nicht die ganze Zeit jammern, wie schlecht es einem geht. Also ich habe wirklich alles gegeben und es ist einigermaßen gut gelungen.